Lass uns mit Shoulder Shrugs beginnen. In Horse Stance. Wenn ihr das in den Sitz ist, kannst du es auch sitzend machen am Sessel oder in einer beliebigen Sitzposition. Arme hängen locker. Atme tief ein in den oberen Rücken. Zieh die Schultern hoch zu den Ohren, nach hinten zusammen. Ausatmung, Schultern tief. Blick geradeaus. Arme locker, atme tief ein. Teil 2. Atme aus. Schulterblätter zur Wirbelsäule und runterschieben. Kopf bleibt hinten. Arme locker mit voller Einatmung. Beug die Ellbogen, atme aus, zieh den untersten Teil der Schulterblätter zusammen und schieb sie runter, der Kopf bleibt hinten. Zweite Runde, Arme locker, atme tief ein in den oberen Rücken. Zieh die Schultern hoch zu den Ohren, nach hinten zusammen, atme aus, Schultern tief. Arme locker, atme tief ein in die Rückseite vom Herz. Ausatmung, Schulterblätter zur Wirbelsäule und dann schieb sie runter, Arme locker. Atme tief ein in deine Schultern. Beug die Ellbogen für Teil 3. Ausatmung, Ellbogen hinter dem Rücken zusammen, Schulterblätter zusammen und runter. Der Kopf bleibt hinten. Einatmung, Beine strecken. Ausatmung, Zehen, Fersen, Zehen, Fersen, Zehen, Fersen, Füße wieder zusammenstellen. Unlocking Shoulders. Auch das kannst du sitzenderweise mitmachen. Ich gebe eine Alternative und zwar zweiter Krieger. Linkes Bein vorne. Linker Ellbogen geradeaus. Teil 1, der Griff ist in der Achsel, also beim untersten Spitz vom Schulterblatt. Atme tief ein. Ausatmung, zieh die Schulter zuerst runter und dann drück die Muskeln nach vorne gegen den Daumen, sodass du spürst, da spannen die Muskeln an im unteren Ende von der Achsel. Wenn du diese Schulter schon einmal ausgekugelt hast, dann lass den Griff in der Achsel, sonst Griff am Bizeps. Atme tief ein in deine linke Schulter. Atme aus, Schulter tief und jetzt zieh den Oberarm geradeaus nach vorne. Lass die Schulter unten, der Nacken bleibt weich. Atme tief ein, Teil 3, Hand innen an den Ellbogen. Atme aus, zieh die Schulter zuerst runter und jetzt lass sie runtergezogen. Schieb den Ellbogen nach vorne und drück etwas nach innen gegen die Hand. Arme locker, Seitenwechsel. Rechter Ellbogen geradeaus. Atme tief ein in die rechte Schulter, atme aus, zieh die Schulter tief und jetzt drück die Muskeln gegen den Daumen nach vorne, dass du spürst, die Muskeln spannen da in der Achsel an, die sind wichtig. Lass den Griff dort, wenn die Schulter schon mal ausgekugelt war, sonst Griff am Bizeps. Atme tief ein, fühl die rechte Schulter, Ausatmung, Schulter tief, zieh den Oberarm nach vorne, Schulter bleibt unten, der Nacken weich. Atme ein, löse. Griff innen am Ellbogen, das können alle mitmachen. Ausatmung, Schulter tief, schieb den Ellbogen nach vorne und drück nach innen gegen die Handfläche. Löse beide Arme gleichzeitig. Horse Stance, wenn du im zweiten Krieger gestanden bist. Beide Ellbogen nach vorne, Handflächen zueinander. Atme tief ein in die Rückseite vom Herz. Atme aus, zieh die Schultern tief, schieb die Ellbogen nach vorne in die Höhe, lass aber die Schultern unten und jetzt spann die Ellbogen zusammen, als würde es dann Wasserball zusammendrücken. Die Unterarme gehen vielleicht sogar im V auseinander. Nochmals, lockern. Atme tief ein in die Rückseite vom Herz. Ausatmung, Schultern tief, Ellbogen nach vorne in die Höhe schieben und Ellbogen zueinander spannen. Einatmen, lösen. Ausatmung, Schultern tief, Ellbogen nach vorne in die Höhe schieben und zueinander spannen. Einatmung, Arme runter. Und 10 Fersen, 10 Fersen, 10 Fersen, wieder knieschonend zusammenkommen. Du kannst auch die folgende Übung gerne sitzend mitmachen. Es wird von der Wahrnehmung ein bisschen schwieriger, aber wenn du es stehend mit mir mitmachst, dann ist das Feedback von der Wand hilfreich, aber es ist ein bisschen anstrengender. Und zwar Rücken an die Wand für Bird Wings an der Wand. Du kannst die Beine wie in Horse Stance auseinanderstellen, wie wir es gerade gehabt haben, oder du bringst die Füße hüftschmal zusammen. Du kannst auch gerne einen Block oder einen dicken Polster oder die Rolle zwischen den Schenkeln einklammern. Unterarme nun parallel vor dir. Du setzt dich so tief hinab, dass das für die Knie in Ordnung ist. Wer Knieprobleme hat, kommt eher höher als tief. Der Hinterkopf ist an der Wand, die Schultern gehen zurück, aber vor allem auch hier die Rippen sollen Wandkontakt finden und das Steißbein bleibt auch an der Wand. Dreh die Handflächen nach oben, atme entspannt aus, atme tief ein,
Atme aus in den Bauch nach innen und beginn langsam die Unterarme zu öffnen. Es ist nicht wichtig, wie weit es auseinander geht. Zieh den Bauch nach innen. Einatmung, Unterarme wieder vor. Atme aus, öffne die Unterarme, zieh die Schultern nach hinten zur Wand und zieh die Schultern tief. Einatmung, Unterarme vor dir. Atme aus, öffne die Unterarme, zieh die Schultern nach hinten tief. Einatmung, Unterarme vor dir. Ausatmung, öffne die Unterarme, zieh den Bauch nach innen, das Steißbein bleibt an der Wand. Einatmung, Unterarme vor dir. Atme aus, öffne. Der Hinterkopf bleibt gegen die Wand, die Schultern gehen zurück, die Rippen sind an der Wand, Bauchnabel eingezogen. Atme ein, komm zurück. Und nochmals, atme aus, öffne die Unterarme, Schultern nach hinten, tief. Und lösen. Einatmung, Hände nach vorne, gegen die Wand gedrückt, streck die Beine und komm wieder hoch. Ruhig auch mal die Beine ausschütteln, falls das anstrengend war. Die dürfen ruhig mitarbeiten, wenn wir den Schultern auch was Gutes tun. Setz dich hin. Brustöffnung in sitzender Position. Du kannst im Schneidersitz sitzen, genauso gut wie du aber auch das linke Bein ausstrecken kannst zur Seite, wenn du beweglicher bist in den Hüften. Die linke Hand stützt vor dem Bein oder auch hinter dem Bein. Den zweiten Arm nehme ich jetzt schräg nach hinten in so Brustöffnung ähnliche Höhe. Das sind circa 45 Grad nach oben. Und dann fügen wir da eine Bewegung hinzu. Half Kite Hawk. Mit der Einatmung dreh die Handfläche nach oben. Zieh die Schultern nach hinten tief. Lass den Kopf hängen. Atme aus. Dreh die Handfläche nach vorne. Dreh den Daumen nach vorne, dann den Daumen nach unten. Und die Handfläche geht zurück, die Schulter rollt nach vorne runter. Atme ein, roll die Schultern nach hinten tief, dreh die Handfläche hoch. Atme aus, dreh die Schultern nach vorne runter. Einatmung, Schultern nach hinten tief. Der Ellbogen darf ruhig ein bisschen gebeugt sein. Ausatmung, Schultern nach vorne runter. Einatmung, Schultern nach hinten runter. Kopf darf hängen. Ausatmung, Schultern nach vorne runter. Einatmung, die Schultern nach hinten tief, das öffnet die Brust an der Vorderseite. Ausatmung, Schultern nach vorne runtergleiten. Bring den Arm zurück in die neutrale Position, um hochzukommen. Atme ein, zieh die rechte Hand Richtung Boden. Ausatmung, drück mit der linken Hand den Kopf hoch. Seitenwechsel. Ich spiegle für dich. Das rechte Bein gestreckt, nimm die rechte Hand zur Seite, um vor oder hinter dem Bein abzustützen. Den zweiten Arm ca. 45 Grad nach oben für Brustöffnung mit halbem Flügelschlag. Einatmung, roll die Schulter nach hinten tief, die Handfläche geht dabei hoch. Ausatmung, dreh die Schulter nach vorne runter und die Handfläche zeigt zurück. Setz diese Bewegung auch auf dieser Seite fort. Manchmal ist es hilfreich, den rechten Ellbogen am Schenkel abzustützen oder auf einem Block, wenn dir der zur Verfügung steht, damit du da nicht einknickst und die Position ein bisschen leichter wird. Mit der Einatmung Schulter nach hinten tief, lass den Kopf hängen, Ausatmung, roll die Schulter nach vorne runter und beobachte, was passiert da in der Taille, im Schulterbereich, im Nackenbereich. Wenn das Schulterblatt wunderbar über den Brustkorb gleiten kann, dann können wir es in unterschiedliche Positionen positionieren, haben also mehr Spielraum, auch für den Arm. Und wenn das Schulterblatt nicht so beweglich ist, dann müssen das andere Muskeln kompensieren. Oft ist das der Nacken. Dann wird der Nacken gern fest. Einatmung, Schulter nach hinten tief, Ausatmung, Schulter nach vorne runter und die Handfläche dreht zurück. Auch die Shoulder Shrugs, die wir zu Beginn gemacht haben, die dienen dazu, das Schulterblatt gleitfähig zu halten. Komm zurück in die neutrale Position, atme ein, zieh die linke Hand Richtung Boden, rechte Hand an die Wange, drück den Kopf zurück hoch. Ich kann dir sehr die Übungen empfehlen, die Übungen an der Wand und auch die Übungen zum Thema Nacken. Die sind wunderbar ergänzend zum Thema Schultern. Viel Spaß mit all den Übungen und bis zum nächsten Mal. Ciao!